doors with warm tea and the purple light. Then there are mornings without tea or any light at all, where you wake up and find your fortune lost, taken from you, possibly forever. Yo Leute, was geht? Euer iOS kommt wieder am Start mit einer App-Review. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich die Spiele immer aufnehme so lang und ja, so wie ich Let's Play draus starte, werde ich das so machen, dass ich bei jedem Spiel das, was ich gern Let's Playen würde oder auf den Kanal bringen würde, mache ich vorher eine Review und da entscheidet ihr mit den Likes und mit den Aufrufen, ob ich das dann mache oder nicht. Und weil es da im Hintergrund ein bisschen laut, kann ich euch ein bisschen überspürt sein. Ich weiß schon ein bisschen drüber was, aber ich habe jetzt nichts angezockt oder so, aber ich habe mir ein Video dazu angeschaut. Also mal danke von Kevin aus, der hat gesagt, das könnt ihr auf meinen Kanal bringen, weil es eigentlich kein schlechtes Spiel ist. Und ja, der hat mich eigentlich zu dem Spiel gebracht. Auf jeden Fall, Leos Fortune, oder wie man es ausspricht, ist wurscht jetzt. Auf jeden Fall heißt es so wie Erbe oder Schicksal, ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall geht es um dem Spiel so, also der Leo, der Charakter, muss bei jedem Level seinen Schatz wiederfinden, der hat angeblich irgendwer geflaggt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist noch Level aufgereiht und pro Level wird es halt immer schwerer, den Schatz zu bekommen und ja, das musst du halt bis zum Ende schaffen, dann hast du irgendwie das Spiel durchgespürt und das ist eigentlich dann der Sinn des Spieles. Kann ich so auch schon loslegen, oder? Ja. Ja, schauen wir uns das Tutorial an. Rette du jetzt was? Ja, dann müssen wir fressen. Okay, da hat man sich noch mal gehört, der war mal reich und jetzt ist arm. Okay. Ah ja. Er klettert einfach mal auf den Baum auf. Schau, YOLO. Schaut voll witzig aus, Alter. Und da kann ich hupfen aus, oder was tue ich da? Ist wurscht, aber. Und was ich noch sagen wollte, warum kein Video gekommen ist, das war ganz einfach. An dem Tag war ich so extrem verkühlt, muss ich sagen. Ich habe so Kopfschmerzen gehabt und Halsweh. Und meine Nase war zu von der Pollenallergie. Und glaubt's mal, wenn meine Nase so zu ist und die hören mich so behindert an, wollt ihr das nicht hören? Nein! Oh, ich bin so ein Lappen, Alter. Und glaubt's mir, das wollt's nicht hören. Da versteht's dann so ein, keine Ahnung, so ein Kleinkind, was erst reden lernt, versteht's besser. Harvey, geh auf wieder, du Sack. Der hupft voll behindert. Die Steuerung, oh, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mir gefällt auch irgendwie die Grafik oder wie das Spiel aufgebaut ist von Dings her. Das muss man so, oder? Ja. Und ja, die Umgebung und so, das schaut alles cool aus, muss ich sagen. Da sieht man halt. Entweder kann man da halt dann so eine Steuerung festlegen oder du kannst es da aussuchen. Rechten Daumen nach unten.
Fürs Sturzflug. Achso, okay, ich verstehe schon. So, aufhört, Orbi. Hä? Leute, ist das euer Ernst? Ich habe ein Tutorial. Achso, ich muss das gar nicht hinmachen, ich Trottel. Ich die ganze Zeit probiere das hinmachen. Ja, Gas. Ah, okay. Da ist hinten so verschwommen und alles, das schaut schon geil aus, muss ich sagen. Aber es ist halt nicht billig, muss ich sagen. Also, rechte Daumen nach oben und halten. Ah, okay. Sowieso fetter, schau, fett, dünn, fett, dünn, fett, dünn, fett, dünn. Wie sind die Augen ausgedruckt, Alter? Okay, passt. So kann man gut abnehmen, schau, fett, dünn. Der nimmt schnell ab. Weiter geht's. Der sieht halt alles cool aus, wie das so in die Erde aufgeht. Starren. Komm, Affe mit dir. Du Sau, du. Komm, heißt. Ah, da. Fett. Wie ist ein Zaumdrucker? Schaut er aus, so wie, keine Ahnung. Nach was schaut der aus? Jellybean, na, keine Ahnung. Fragst du nicht auf, wieso ich rausgekommen bin gerade. Hey! Okay, das ist jetzt wirklich. Okay, das wird einmal mehr. Das wird einmal ziemlich schwer, denke ich. Muss ich sagen. Schaut jetzt schon nicht so leicht aus. Einfach nur immer drüber jumpen. So geht sie alles aus. Ah, scheiße. Ich tue bei solchen Spielen immer viel zu schnell. Jetzt muss ich nachdenken. Kann das irgendwie. Oh, nein. Naja, geh bitte, Alter. Okay. Sebastian, du bist echt schlau, muss ich sagen. Bist echt. Das ist der Abi. Wie witzig schaut das bitte aus? Oh! Nein. Ich muss mir echt zu blöd anstellen. Wenn der Totenkopf oben ist, Alter, was wird denn das heißen, du Trottel? Na? Scheiße. Bei solchen Komm, ja, es ist hinausgegangen. Bei solchen Spielen bin ich immer ein bisschen hektisch. Ich weiß nicht warum. Oh, Alter, das war knapp. Nein, los. Na. Geschafft. Hey, ich hab's Level. 7 Unfälle. Neuer Inhalt wurde heruntergeladen. Okay, passt. Okay, das war's jetzt von meinem Review. Alter, ein Stern, müsst mich verarschen. Auf jeden Fall, wenn ihr da so ein Let's Play sehen wollt, dann, ja, lasst eine positive Bewertung da. Und wenn die Likes passen, die Aufrufe, werde ich das Let's Play nehmen. Ja, super, jetzt sieht man die Credits. Auf jeden Fall, das war's von mir. Schaut bei Twitter, bei Ringer, bei mir vorbei. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.